konzentriertes Interview zu führen, denn neben der Kamera, neben Walter Freund, und unserem Kameramann steht Marco Arnautovic, der sich freut wie ein kleines Kind. Wie einfach oder wie schwierig war es denn ohne den Maskottchen heute im Spielfeld? Ja, schwierig ist jede Partie, aber ich denke, wir wissen um seine Qualitäten, wir wissen aber, was wir für einen Kader haben. Und ich glaube, wir haben bewiesen, heute wieder ein ganz schwieriges Auswärtsspiel unter solchen Voraussetzungen zu gewinnen und so zu gewinnen, ist ganz großartig. Ihr seid sehr taffe Burschen. Ich habe mir die Slowenen beim Einlaufen angeschaut, da war ja keiner unter, weiß nicht, 1,85. War das auch ganz wichtig, heute von der ersten Minute an körperlich enorm präsent zu sein? 100%, gerade in einem Auswärtsspiel. Und es war die letzte Chance Sloweniens, in die Gruppe zurückzukommen. Und wir wollten das, was wir am Donnerstag schon vorgeleistet haben, heute vergolten. Und wir waren in dem Spiel schon extrem aggressiv. Ich glaube, ich habe es noch im Spiel betont. Wir haben alle zweiten Bälle gehabt, auch gegen Israel schon. Und haben sie auch körperlich total beherrscht. Und heute war es ähnlich. Wir waren in der Tiefe ganz stark, in der viertletzten Linie wieder. Andreas Ulmer hat Iličić, glaube ich, zu einem Nichtfaktor gemacht und mein Innenverteidiger und Boschi macht das Tor. Also ich glaube, besser kann man das Spiel auswärts nicht gestalten, mehr Tore schießen, aber alles andere ist großartig. Applaudieren die Fans, die Spieler kommen hinein in die Kabine. Marcel ist ja der Erste, der gleich bei uns dankenswerter stehen bleibt. War das jetzt schon die Qualifikation? Wie ist die Stimmung da in der Mannschaft? Die Stimmung ist natürlich gut. Vor dem Spiel. Abschreiben und jetzt da. Vor dem Spiel haben wir uns erhofft, dass wir 3 Punkte holen, dass wir relativ sicher durch sein können. Und ja, wir wussten, es wird ein schweres Spiel, aber wir haben es gut gemacht, haben gute Chancen vorgefunden und verdient gewonnen. Was war ausschlaggebend, dass es heute gelungen ist, den Slowenen nach 5 Spielen erstmals wieder eine Heimniederlage zuzufügen? Ja, Mentalität auf jeden Fall. Sie haben alles reingehaut, was gegangen ist. Da muss man dagegen halten. Uns war klar, dass wir auf der gleichen Ebene sein müssen, im Zweikampf verhalten wie die Slowenen. Und dann, dass wir den besseren Fußball haben, das wissen wir. Von dem her haben wir heute alles erfüllt, was wir uns vorgenommen haben. Sie haben das Zweikampfverhalten angesprochen. Wie wichtig war es, dass ihr als Doppelspitze gegen den Ball agiert habt, dass ihr die Slowenen sehr zeitig gestört habt? Ja, natürlich war es wichtig. Sie haben trotzdem schnell die langen Bälle gesucht. Aber es ist besser, wenn du sie vorne unter Druck setzt, dann können sie nicht so gefährlich werden. Ich denke, der Gregal hat es gut gemacht. Wir als Mannschaft haben es gut gemacht und deshalb, wir sind alle glücklich. Das 4. Länderspiel, das 1. Länderspieltor, die Emotionen, das Gefühl unmittelbar nach dem Treffer. Wie waren die? Zuerst einmal herzliche Gratulation auch. Ja, danke, natürlich ein überragendes Gefühl. Ich glaube, das Wichtigste war, dass wir heute 3 Punkte holen und es war ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung, zur EM nämlich. Und ja, das Tor ist natürlich überragend, also dann noch so ein wichtiges, geiles Gefühl. Ein Tor, das überragend war, wo wir alle aufgesprungen sind, letztendlich ist dann immer die Frage, einstudiert, Sie sind ein bisschen auf die kurze Stange gegangen oder ist das eine intuitive Geschichte gewesen? Nein, es war schon einstudiert, also wir haben ein paar Standards, ein paar Varianten, was wir machen und es ist halt gut aufgegangen. Was war der Schlüssel zum Erfolg heute? Die Härte der Slowenen annehmen, doch ein bisschen eine andere Variation im Spiel gegen den Ball als gegen Israel. Was war's? Ja, ich denke, es war einfach eine sehr gute Mannschaftsleistung von uns, dass jeder gekämpft hat, jeder hat gewusst, um was es geht. Mit dem Sieg sind wir natürlich sehr knapp vor der EM und ja, es ist einfach überragend. Wie fühlt sich das an, 2020 AEM? Was? Wie fühlt sich das an? EM-Endrunde im A-Team 2020? Ja, einfach geil. Also ich habe es im letzten Sommer mit U21 miterlebt und da war es schon ein geiles Erlebnis. Ich glaube, ja, mit dem A-Team ist nochmal was anderes. Ich glaube, ich hoffe, wir haben ein bisschen Euphorie geweckt in Österreich und ich hoffe auch, dass im nächsten Spiel gegen Nordmazedonien in Wien mehr Zuschauer kommen. Den Jubelschrei nach 94 Minuten vom Teamchef Franco Foda, den hat man raufgehört bis auf den letzten Rang. Franco, ein Punkt fehlt noch, aber letztendlich war es das, die erfolgreiche EM-Qualifikation? Nein, wir benötigen noch unbedingt einen Punkt. Heute darf die Mannschaft feiern, auch ausgiebig feiern, das haben sie sich verdient. Großes Kompliment, die Jungs haben Außergewöhnliches geleistet heute, wenn man bedenkt, dass wir doch einige Ausfälle zu verkraften hatten, aber die Mannschaft, die reingekommen sind, haben tolle Leistungen abgerufen. Ja, ist eine richtig geile Truppe und die dürfen heute feiern. Aber wir müssen dann nach dem Tag, wenn wir uns wieder treffen, wieder voll konzentriert sein und wir benötigen auf jeden Fall, wir wollen zu Hause gegen Nordmazedonien dann endgültig den Sack zumachen. Was aufgefallen ist, der Spielplan, der ist 100% aufgegangen. Das Spiel gegen den Ball mit der Doppelspitze, dann Conny Leimer immer wieder auf der 8, wie Sie es vor dem Spiel erwähnt haben.
Warum geht das manchmal so gut wie heute und warum tut man sich manchmal schwerer wie zum Beispiel gegen Israel? Ja, das ist der Fußball. Also man hat ja immer einen Plan und eine Strategie, aber es gibt halt dann oft auch einen Gegner und ja, und heute haben sie die Jungs perfekt umgesetzt und es gibt halt immer wieder unterschiedliche Spiele, aber das letzte Spiel habe ich auch nicht so schlecht gesehen wie viele in der Öffentlichkeit. Auch da hatten wir schon sehr, sehr gute Phasen im Spiel, haben gut nach vorne gespielt. Das habe ich auch den Jungs gesagt, habe ich gesagt, wir entscheiden ist das, was der Trainer euch sagt. Und heute haben sie es wieder perfekt gemacht und mit dieser Leidenschaft, Begeisterung, wenn man bedenkt, dann auch Ilse wenig Spielrhythmus, Tino wenig Spielrhythmus, wie die dann, Conny Leimer, also das ist schon, sind gute Jungs und da wächst was richtig Gutes zusammen. Gute Jungs, wie gut war denn der Torschütze heute, Stefan Bosch? Ja, schön. Das ist der Fußball, schreibt immer wieder außergewöhnliche Geschichten. Er war, bis zum Schluss haben wir ja, gezittert, dass er überhaupt spielen kann. Hat sich letztendlich auch erst heute Morgen dann entschieden. Und, aber ja, man sieht einfach, dass er jetzt in Hoffenheim auf dieser Position schon sehr oft gespielt hat. Und ja, er entwickelt jetzt auch Qualitäten im Spiel nach vorne und hat seine Sache super gemacht. Also man sieht einfach, dass er bei Hoffenheim sich auch weiterentwickelt hat. Es gibt ja an und für sich nichts Schöneres für den Teamchef, der die Qual der Wahl hat. Wenn jetzt alle Verletzten wieder zurückkommen, wo ja viele eigentlich Stammspieler sind, was werden Sie dann machen? Ja, das also über das habe ich mir heute ehrlich gesagt meinen Kopf noch nicht zerbrochen. Ich bin immer froh, wenn die Besten da sind. Aber man sieht halt, dass wir schon einen größeren Kader haben. Wir haben wirklich, waren extrem viel unterwegs in dem ganzen Jahr. Viele, viele Spiele uns angeschaut, Spieler beobachtet und habe immer gesagt, wir haben einen Pool, ja, so zwischen 40, 50 Spieler. Aber das Entscheidende ist einfach, dass wenn die Spieler reinkommen, ja, dass sie dann ihre Leistungen abrufen. Und ob das auch Gregoritsch heute war, ja, bei mir ist er erstmal von Anfang an, das zweite Mal in Luxemburg hat er schon gespielt, aber heute in so einem wichtigen Spiel von Anfang an gespielt, hat gezeigt, dass er sehr präsent ist, Bälle gehalten. Und genau so ist es. Man kann nur als Team erfolgreich sein und man sieht jetzt, dass das eine Mannschaft ist, die zusammenwächst und alle haben das große Ziel vor Augen, diesen großen Traum, uns dann auch für die EM 2020 zu qualifizieren. Aber jetzt gilt es auch, jetzt gehen Sie mal wieder zurück zu den Vereinen. Ich hoffe dann, dass es keine Verletzungen gibt und dass wir dann wirklich im November aus dem Vollen schöpfen können. Und dann haben wir es jetzt weiterhin in der eigenen Hand, aber wir benötigen auch Punkte.